Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Terraria, hier mit mir Taladir. So, wir sind immer noch im Dungeon unterwegs. Und ja, dann machen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer roten Kiste. Wahrscheinlich, dass ich nicht kenne, schon mal gesehen habe, beziehungsweise daran vorbei bin. Was äußerst ärgerlich wäre. Oh, dieser Schießtyp, ey, die gehen mir langsam so auf den Sender. So, reicht's. Stirb. Okay. Haus. So. Das ist nicht weiter. Haben wir jetzt noch einen? Ja, sehr schön. Das? Weiß ich nicht. Bäh. Nein, natürlich nicht. Naja. So, 4 Defense. Oh, das ist wesentlich besser. Bombenwort können wir hier lassen. Die Dinger können wir hier lassen. Nehmen wir mal ein paar von weg. So, und lassen wir hier die gucken wir dahin, dass wir jetzt wieder ein bisschen Platz haben. Okay, das ist schön. Das Ding ist genauso wie die Guide Voodoo Doll. So was. Einfach in Lava schmeißen und schon. Oh Gott. Wall of Flash. Also diese Fallen hier nerven echt. Ja, noch ein Golden Key. Sehr schön. Und da unten ist noch ein Blubber für noch ein Golden Key. Key. So. Jetzt dürfen wir ja ein paar haben. Das war die Jungle-Truhe. Sehr schön. Noch ein Den Shadow Key brauchen wir nicht mehr. Da reicht einer. Oh, heilige Makrele. Ich weiß zwar nicht, was an Makrelen heilig sein soll, aber. Oh nein. Das ist wohl nervigste Event, was es in diesem Spiel gibt. Ist jetzt hier gerade. Aktiviert worden. Das ist auch ein Random Event. Die Goblin Armee. Oh, die ist so nervig. Das sind ganz viele Goblins, die super nerven und boah. So. Pack mich jetzt mal kurz hier oben an die Wand. Guck mal.
Wo wir schon überall waren. Oben waren wir, da waren wir. Chest, Picture. Da unten waren wir. Na schade. Schade, dann muss ich sie echt übersehen haben. Verdammt. Ja, wenn man die große Karte anguckt, ist das Spiel leider nicht pausiert, was ärgerlich ist, aber man kann ja nicht alles haben. So. So, theoretisch müssten wir jetzt eigentlich noch ins Dschungelbiom, damit wir da an das nervige Viecher, so tierisch, dass ich die Kiste übersehen habe. Zuschmeißen. Super, so. Schon mal gucken. Oh, noch einer. Super. Oh, fantastisch. Super, 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 super. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann können wir uns nämlich gleich nämlich aufmachen, um die Floating Isles zu finden. So, da holen wir mal dran. Och Mann, ey. Ich spiele wieder einen Mist zusammen. Kurz nach. Falls wir es überleben. Sehr schön wäre. Das Problem mit dem Leben hätten wir eigentlich nicht, wenn ich die Truhe gefunden hätte. Denn da sind nämlich die Vampiric Knives drin. Und die sind unglaublich stark. Na gut. Dass ich irgendwie in den Comments angeschrieben werde. Du bist so die Idiot, ich übersehen. Ja, ich weiß, dass ich sie wahrscheinlich übersehen habe. No. Fuck. Naja, gut. So, dann packen wir erstmal hier alles weg. Wohin? Irgendwann mal eine Truhe. Packen wir das ganze Zeug. Ach ne, verkaufen erstmal hier eine ganze Menge.
Das Zeug. Das Zeug. Das Zeug. Eins behalten wir. Das wird behalten. Ne, das sollten wir nicht verkaufen. Auch weg. So, ja, da oben sind sie. Ich kann da durchschießen, ich leider nicht. Das ist halt echt zu brechen. Das schwimmt dahin. Dann haben wir nämlich schon das Night's Edge. Das Ding, das Lightsbane und das Muramasa und dazu noch das Jungle. Ups. Ah, kann man verkaufen. Ziehen wir eh nicht an. Das packen wir dahin. Das packen wir dahin. Das auch. Dahin. Den Key lassen wir noch bei. Ja, und die Aufgabe ist es hier jetzt einfach nur durch die Tür kaputt machen. Penner. So viele von den Pissern wie möglich zu töten. Weil das ist halt ein, wie gesagt, ein. Oh, meine Güte, es reicht doch jetzt. So, wir gehen mal hier hin, dass die weg von unserem Haus sind. Da nicht rumnerven. Also so ein Event gibt zwar viel Geld, durch das ganze Töten der Viecher und so weiter. Aber es ist ja doch super nervig. Klatsch. Wirklich eine ganze Menge von Pennern umliegen. Zum Glück sind wir halt schon rüstungstechnisch so weit ausgerüstet, dass wir eigentlich da gar nichts zu befürchten haben. Ach ja. Ich bin mal gespannt, wie viel das an Gold gibt danach, weil wir hatten ja gerade eben das ganze Gold in die Truhe gepackt. Und ja, ich bin mal gespannt. Also 6 Gold dürfte das schon geben, wenn ihr so viele Viecher tötet. Pfeile kann man nicht abwehren. Flatsch. Die, you son of a motherless ogre. Yeah.
Goblin Army has defeated. So, jetzt noch die letzten Penner hier umbringen. So. Dann schauen wir mal. Noch 4 Gold. Machen wir auch nochmal auf. Ja, warten. Ex, super. So. Spiking Balls, Harpoon. Ja, das ist nicht so. Das Ware. Spiking Balls und die Harpune verkaufen wir mal. Was hatte ich jetzt eigentlich vor? Ich hab's vergessen. Ach ja, ich wollte ins Dschungelbiom. Ah nein, nein, das stimmt ja gar nicht. Haha. Ich wollte die Floating Isles machen. So, die sind eigentlich ganz easy. Man nimmt sich hier so ein Potion, so ein Gravity Potion, drückt ab und schon fliegt man durch die Gegend. So, da haben wir schon eine. Hallo? Oh, großartig. Endlich haben wir es. So, jetzt muss ich nur gucken, wogegen wir das austauschen. Ja, müssen wir dagegen austauschen. Geht nicht anders. So, mal hier. Silber. Ja, gut. So. Und dann machen wir weiter. So. Das Item, was ich hier nämlich gerade bekommen habe, war ein Lucky Horseshoe, was den Fallschaden eliminiert. Und das ist natürlich super. Da haben wir eine Harp hier. Wow, jetzt sind wir ein bisschen sehr hoch. So, eine Minute haben wir noch. Vielleicht kriegen wir noch eine Insel. Mal sehen. Ja, super. Hui. Plopp. Und ein Ballon. Yay. Können wir nämlich noch ein bisschen höher springen. Also hier oben sowieso, weil das ist hier in der Nähe vom Weltall. Und auf diesen Floating Isles später, wenn wir dann im Hard Mode sind, da werden wir dann die Essence of Flight farmen, was recht easy ist. Da kommt dann halt so eine Wyvern, wie auch immer. Hör mal auf zu nerven, ich muss doch noch eine Eile finden. Ja, und im Hard Mode sind die ganzen Bosse dann so weit, dass sie spezielle Essenzen droppen, die wichtig sind für hochstufige Items. So, jetzt ist der Trank abgelaufen.
Schick, und wir sind schon im Dschungel. Großartig. So, Granaten brauchen wir nicht. Silbererz auch nicht. Packen wir mal die Bomben dahin. Denn wir brauchen jetzt hier die Stinger. Das sind Stacheln von Bienen. Und Jungle Spores. Aber schon wieder am Ende. Oh Mann, die Zeit vergeht in diesem Spiel so unglaublich schnell. Gut, ja, dann danke ich euch fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, alles Gute. Lasst doch bitte einen Kommentar, ein Abo und ein Like, da würde mich tierisch drüber freuen. Mein Name ist Taladir, also haut rein!